Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, fünfter Teil, Konjunktion Mars-Merkur. Für mich besonders spannend oder interessant an diesem Horoskop ist eben, dass der Herrscher des siebenten Hauses sich im zehnten Haus befindet. Also das heißt, hier hat etwas Macht bekommen und ich glaube nicht, dass es sich hier um die Handelspartner handelt, sondern ich glaube eher, dass hier schon neue Verträge allmählich am Werk sind und das Trigon, wie gesagt, hinunter zur Bevölkerung, zu den Behörden, aber auch, naja, sagen wir mal so, wenn wir das 12. Haus als Idealismus oder als visionäre Impulse erachten, soll sein, ja, dann ist das hier positiv zu interpretieren. Sehr positiv natürlich, oh ja, Volksgenossen, oh, wir haben in den letzten Jahren still und heimlich die ganze Welt gerettet. Ja, großartig. Wir wissen, es ist eine fantastische Leistungsbilanz. Das sind aber, wie gesagt, nur Peanuts-Beträge. Bitte 2 Millionen für das Gender-Mainstreaming in Afghanistan ist, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr bescheiden. Ich vermisse hier so die Nullen, 20 Millionen, 200 Millionen. Und ich glaube, dass diese interessanten Leistungsbilanzlisten in zeitlicher Nähe bald auftauchen werden, weil wir sollen ja auch dann das volle Umfang der großartigen Leistung unserer Stadtzipaten erfahren dürfen. Also es ist ganz klar, so zum Beispiel die Förderung von Frauen in Recht in Ägypten, schlappe 4,8 Millionen Euro im Zeitraum von 2007 bis 2013, muss ich ehrlich sagen, das ist eine schwache Nummer. Ich hätte mir da schon ein bisschen mehr erwartet. Also das sind, wie gesagt, nur Beträge aus der Portokasse. Hier haben wir zum Beispiel auch wunderbare Leistung in Bangladesch, die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, 8,2 Millionen Euro. Es hat gewirkt, ja. Ja, also Bangladesch war mir ein besonderes Anliegen und wir werden natürlich auch unsere Bemühungen dahingehend verstärken, als wir die Beträge verzehnfachen werden. Naja, also verzehnfachen, bitte hallo, ich meine, das ist schon ein bisschen peinlich, oder? Wenn schon, denn schon. Sagen wir mal verhundertfachen, weil nicht kleckern, sondern klotzen. Also da haben wir großartige Entwicklungen und auch hier, ich bin auch dafür. Ja, wir werden den Dialog auch diesbezüglich suchen und erfolgreich Gespräche aufnehmen. Und im Zuge dieser Gespräche werden wir dann die neuen Bankverbindungen und Konten berücksichtigen. Ja, wir haben uns ja nichts anderes erwartet. Es läuft halt so viel über Freundschaft und gute Freunde wollen halt auch gut unterstützt werden. Das ist eine ganz normale Entwicklung und hier freuen sich auch gewisse Leute oder ein paar hunderttausend, weil es sind natürlich schon etliche Millionen, aber das wird noch eine Überraschung, das wird sich noch herausstellen und auch hier herrschen sozusagen große, wunderbare Entwicklungsprozesse, wo viele, viele Menschen jetzt die Möglichkeit wieder offenbart bekommen, ihr Leben neu zu gestalten, mehr Freizeit zur Verfügung haben, auch wenn sie diese eher indoor verbringen werden dürfen. Also wundervolle Entwicklungen und auch in diese Hochwasseropfer, leider ist diese Seite hier abgestürzt, ja, kann ja nichts machen, wollte ich euch auch zeigen. Große Dankbarkeit bei den Rettern und den Helfern bei der Hochwasserthematik. Sie haben sich auch ausdrücklich bedankt für die großartige Zusammenarbeit mit den Behörden. Oh, Volksgenossen, oh, wir werden in den nächsten 3 Jahren die Einsatzleitzentrale aufbauen und im Jahr 2035 wird dann mit vollem Umfang geholfen. Ja, nur 2035 wird dort wahrscheinlich nichts mehr sein. Also man könnte fast davon sprechen, dass es ein wenig zu spät kommt, aber wie gesagt, Kompetenz ist angesagt und wir freuen uns schon darauf, dass endlich Brüssel übernehmen sie, lautet diese mehrhundertteilige Staffel. Ja, also Brüssel hat schon sehr, sehr positiv von sich reden gemacht und zwar, wir erinnern uns noch an diese
wunderbaren Entscheidungen bezüglich der Leistung der Staubsauger oder wenn ihr euch erinnert mit den Glühbirnen, das waren Dinge, die haben uns dermaßen unter den Fingernägeln gebrannt, dass wir uns glücklich schätzen können, solche wundervollen Experten zu haben, denen auch mal 1000 Milliarden von unserem Geld die Rettung des Klimas schon wert sind. Also großartige Entwicklungen und ich bin auch sehr, sehr stolz, dass ich keine Marmelade mehr zum Frühstück esse, sondern nur noch Konfitüre, denn dank wundervoller Gesetzgebungen ist es jetzt Konfitüre, großartig. Früher war es, ich habe als Kind habe ich nur gelernt, das ist eine Marmelade, aber das hat sich halt alles getäuscht. Man setzt halt hier eindeutig Schwerpunkte, die wichtig sind und man kann auch eines nicht verbergen. Hier ist auch ein großes Einfühlungsvermögen für die Bevölkerung, was man auch hier bewiesen hat. Ja, es ist halt leider einmal so, es braucht halt nicht jeder am Tag dreimal essen. Es genügt, wenn man zum Beispiel einmal in der Woche tief durchatmet und dann die Luft für 7 Tage anholt. So schaut's aus. Also wir haben hier ganz großartige Entwicklungen und unser, ein Mückenstich wieder nach dem Volk dem nächsten. Sehr, sehr konkrete, klare Ansage. Und ich finde, das ist großartig, dass hier so entschlossen für Täter sich eingesetzt wird. Also ich finde das auch ganz sicher im Interesse der Bevölkerung. Man will es so. Man will es so. Und auch hier jetzt zum Abschluss die Erfolgsmeldung des Jahres. Bitpanda wird, also ich meine, das ist übertrieben, aber hier sind 224 Millionen Euro in einen österreichischen Neo-Broker namens, also oder Firma oder keine Ahnung was das ist, Bitpanda investiert worden, also die größte Finanzspritze, die eine österreichische Jungfirma erhalten hat. Ihr seht, überall ist diese Thematik aufgegriffen worden, aber ganz wichtig ist, dass die Menschen das Gefühl haben, also es geht hier um eine Art Glaubenssatz, dass die Menschen daran glauben, Kryptos wären etwas wert. Ja, und ja, der Glaube versetzt ja bekanntlich oft Zwerge. Weiter zum 6. vielleicht, hoffentlich oder auch nicht, besten Teil. Ende.